Hi Leute, willkommen beim Phantasis Studio und willkommen zu einer neuen Projektvorstellung. Mal wieder Space Wolves und mal wieder eine ganze Menge. Der Fototisch ist randvoll mit Modellen. Das geht hier an der linken Seite los, wie ihr sehen könnt, und wandert dann hier rüber bis nach da drüben zur anderen Seite der Platte. Geht gar nicht alles auf ein Gesamtfoto drauf, daher nochmal ein Video zur Erklärung. Alles nur Infanterie. Ich denke, die Fahrzeuge kommen dann nochmal gesondert, beziehungsweise sind noch ein paar Cybots dabei und ja, ich fange einfach mal an. Der Kunde hatte hier sehr genaue Vorstellungen davon, wie seine Space Wolves aussehen sollen. Euch fällt es mit Sicherheit auch schon auf, die Modelle sind super, super dunkel. Ist einfach so die Präferenz des Kunden gewesen, die Modelle sehr, sehr dunkel zu halten. Er wollte auch auf gewisse Farben verzichten, also ihr seht es gerade auch an den ganzen Fellen. Da gibt es eigentlich so gut wie kein Braun oder dergleichen, das sind immer nur graue Felle. Viele, viele Grautöne, Schwarz, sehr dunkle Rüstung und so weiter. Und ja, was haben wir hier, was die Modelle angeht? Die genaue Anzahl kann ich euch gar nicht nennen, das ist auf jeden Fall eine Menge. Die Qualitätsstufen allerdings. Wir haben hier einen ganz spannenden Mix aus den Leveln 3, 4 und 5. Also gerade die Masse an Infanterie, das ist zum größten Teil auf Level 3 gemacht, teilweise Level 4. Und dann eine Menge Charaktermodelle. Die befinden sich hier vorne alle. Also es ist querbeet alles, was die Space Wolves so auffahren können. Wenn ihr euch das mal im Detail ansehen möchtet, geht auf unsere Webseite www.phantasos-studio.de. Da dann auf die Bildergalerie und dort kommt ihr dann zu unserer Flickr-Bildergalerie und da sind die ganzen Modelle dann auch nochmal im Einzelnen gesondert fotografiert, dass ihr euch das alles ansehen könnt. Übrigens, unsere Bildergalerie, jetzt kürzlich über 20.000 Bilder sind da jetzt aus über 1.700 Projekten. Das ist eine wahnsinnige Zahl. 20.000 Bilder. schon irre, wenn man sich jetzt noch überlegt, wie viele Modelle das so wären. Auf was man da für eine Zahl dann kommt, will man gar nicht drüber nachdenken. Ja, aber zurück zu den Space Wolves. Also wir haben hier ein paar echt schöne, wie soll man sagen, Filetstücke dabei. Lehman Russ ist dabei. Dann, wie heißt der Gute von seinem... Ach, verdammt, ich und Namen. Tut mir leid, das ging nach hinten los. Egal. Jede Menge Charaktermodelle, wie gesagt. Unglaublich viele Thunderwolf Cavalry. Jede Menge einzelne Wölfe. Übrigens ganz schön... Die Bases hier, das sind alles Scenic Bases, sehr schöne, ach ja genau, die Modelle wurden alle von dem Kunden schon so gebaut, geliefert, also er hat da wirklich querbeet alles gemacht, was den Zusammenbau angeht, hat sich auch bei den Posen unglaublich viel einfallen lassen, da sind richtig spannende, ja, Modellposen dabei, richtig schöne dynamische Posen, es ist alles mögliche verbaut, es sind Forge World Teile verbaut, es sind Zinnteile verbaut, jede Menge Kunststoff, verschiedene Modellgenerationen, also das ist wirklich querbeet und hat insgesamt auch sehr ausführliche Angaben gemacht zur Bemalung, eigentlich einheitenweise gab es da immer irgendwelche Besonderheiten zu beachten, das heißt ein sehr, sehr aufwendiges Projekt. Dazu die Scenic Bases, alles schon gebaut, unglaublich viel Infanterie, jede Menge Charaktermodelle, Cyborgs, das ist auch noch ein alter, upsa, hier ist noch ein alter Zinn-Cybot dabei, der sticht auch hervor, weil er wirklich klein ist im Vergleich zu den anderen Modellen. Ja, Schnee auf die Bases und so weiter und so fort. Also ein richtig, richtig aufwendiges Projekt. Und wenn wir nochmal hier so gucken, ich gehe mit der Kamera nochmal ganz nach hinten, wie viel das ist schon Wahnsinn. Also wir sprechen hier auch wieder von weit über 100 Modellen. Und das ist natürlich für eine 40k-Armee auch schon echt, echt viel. Wir hatten es vor kurzem, dass wir mal darüber gesprochen haben, so in den 90er Jahren, da war dann mal eine Armee mit 20 bis 30 Modellen, das galt dann schon als Massenarmee und jetzt sind wir halt hier angelangt bei teilweise einzelnen Trupps, die schon aus 20 Modellen bestehen, wirklich Wahnsinn. Ja, wollte ich euch nur zeigen, ist mal wieder so ein richtig großes Ding, was hier aus dem Studio rausgekommen ist. Große Armeeprojekte, dafür sind wir ja auch bekannt, darauf sind wir auch spezialisiert. Dauern zugegeben immer bei uns ein bisschen länger oder gerne mal ein bisschen länger. Aber es ist halt auch einfach sehr, sehr viel Arbeit, da am Ball zu bleiben. Und das Ergebnis meiner Ansicht nach ist aber immer wieder aufs Neue lohnend. Ja, wie gesagt, wenn ihr euch da ein bisschen mehr ansehen wollt, dann geht einfach mal auf die Webseite, da stand in die Bildergalerie und da findet ihr dann auf Flickr jede Menge Fotos zu dieser Space Wolves Armee. Ja,
Das war's, was ich euch diesmal zeigen wollte. Wie immer der klassische Hinweis, wenn ihr Interesse habt, dass wir uns auch mal um eure Modelle kümmern, dann meldet euch bei uns zum Beispiel per E-Mail info@phantasos-studio.de oder ihr könnt auch einfach anrufen und dann können wir gerne mit euch gemeinsam oder ich mit euch dann euer Traum- bzw. Wunschprojekt durchsprechen. Und ja, dann schauen wir doch mal, dass wir das gemeinsam verwirklicht bekommen. Ist einfach Tabletop, ist einfach ein hammermäßiges Hobby, ein kommunikatives Hobby, ein Hobby, das sehr viel Spaß macht, ein kreatives Hobby. Einfach unglaublich vielseitig, was man da machen kann. Und ja, wenn wir euch da ein bisschen helfen können, in dieses Hobby reinzufinden, durch Bemalung, Zusammenbau von Modellen, dass ihr euch mehr auf Sammeln und aufs Spielen konzentrieren könnt, dann sind wir gerne für euch da. Okay, genug davon und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.